Servus, wir machen heute einmal was ich schon lange nicht mehr gemacht habe, und zwar einfach so ein Vlog aus dem Leben zwischendrin raus. Es war ja letzte Woche, war es ja wieder ruhig, obwohl ich Urlaub gehabt habe. Habe ich trotzdem nicht so wirklich Zeit gefunden, ein Video zu machen, weil es halt einfach daheim einen Haufen zu machen gegeben hat. Und zwar eine Sache ist, sieht man das? Man sieht es ein bisschen. Man kennt es vielleicht aus dem einen oder anderen Video von der Küche raus. Das ist ein Esstisch gewesen, den wir jetzt umgebaut haben zu einer Arbeitsplatte, dass ich halt da nochmal eine gescheite Arbeitsfläche habe. Da kommt dann meine Mikrowelle einmal oben drauf, sodass ich halt einfach gescheit arbeiten kann, weil das da. Gut, das ist jetzt nicht aufgeräumt, das kommt noch dazu, aber das bisschen, was ich an Arbeitsfläche habe, das ist nämlich da, wo das Schneidbrettel steht. Das ist eigentlich das Einzige, was ich an Arbeitsfläche habe, das war einfach zu wenig. Ansonsten war ich ja mal wieder im Tierpark. Seit Jahren das erste Mal wieder, habe da voll schöne Fotos gemacht, die wo dann demnächst auf Instagram kommen. Insgesamt habe ich jetzt versucht, dass ich auf Instagram ein bisschen aktiver wäre. Das heißt, ich versuche eigentlich jeden Tag ein Bild zu posten, war jetzt die letzten Tage ein bisschen blöd, hat die letzten Tage jetzt nicht wieder so hingehabt, aber spätestens nächste Woche, wenn der Urlaub wieder vorbei ist, denke ich da bestimmt wieder jeden Tag drüber, weil ich das eigentlich immer so ungefähr in der Mittagspause gemacht habe in der Arbeit, die Bödel hoch zum Land. Und wenn man da keinen regelmäßigen Rhythmus hat, keinen täglichen, dann vergisst man sowas recht leicht. Was gibt's noch zu berichten? Ich habe einen ersten Erfolg gehabt als Jugendwart, und zwar letzten Samstag, also morgen vor einer Woche, haben meine Jugendlichen die Bayerische Jugendleistungsspange abgelegt, alle. Also haben sie alle bestanden. Das war eigentlich recht schön, aber es ist krass, wie sehr, dass man selber aufgeregt ist, wenn man so eine Prüfung abnimmt mit der Jugendfeuerwehr, und hat das selber noch nicht gemacht. Also hat selber noch nie eine Prüfung abgenommen. Ist das schon relativ interessant, wie aufgeregt und verspannt, dass man selber ist. Alles hat gut hingehauen. War recht cool, haben wir mit Happy, mit der Nachbarfeuerwehr zusammen gemacht, was mich wahnsinnig gefreut hat, weil unsere Feuerwehren eigentlich eh recht gut zusammenarbeiten. Das so ist nicht, ja, eigentlich immer recht gut zusammenarbeiten. Und warum sollte man dann nicht einmal nicht bloß Übungen und Einsätze miteinander machen, sondern auch nicht einmal so eine Leistungsprüfung. Und darum hat mir das gefreut, dass wir das miteinander gemacht haben. War relativ cool. Ansonsten habe ich jetzt noch zwei Videos, die wo jetzt dann noch kommen. Oder ein Video, wo jetzt dann noch kommt, und das ist der zweite Teil von die Geocaching Guidelines. Der kommt jetzt dann, und ich habe es jetzt endlich einmal geschafft, dass ich mich traue, meine erste Podcast-Folge aufzunehmen. Ist ein Feuerwehrthema. Es geht darum, dass Jugendwart Heizdogs, oder bei mir zumindest, nicht mehr nur ein Ausbilder ist. Ja, der erste Podcast wird auf alle Fälle noch auf YouTube hochkommen. Dann muss ich erst einmal schauen, wo ich den noch überall ohne Probleme hochladen und verbreiten kann. Und dann schauen wir mal, wie das in Zukunft weitergeht. Aber den Podcast muss ich noch nachbearbeiten, das habe ich jetzt noch gar nicht gemacht. Das Video, das andere ist schon geschnitten. Aber ich werde jetzt das Video erst einmal schneiden und hochladen und das andere hochladen. Dann mache ich noch in Ruhe den Podcast. Und dann schaue ich mal, ob ich die Tage noch dazu komme, dass ich noch ein paar von die 25 Fakten aufnehme. Ich habe jetzt die ersten 7 habe ich schon aufgenommen, die ersten 7 Clips, aber es fehlen halt einfach noch ein paar. Das Schlimme ist, einige kann die ohne Probleme allein machen, und ich habe mir einfach bloß noch nicht hingeguckt und habe das gemacht. Beim Haarschneiden war ich gestern, sieht man vielleicht, gleich noch mit rein zum Bringen. Da kommt jetzt, ich hoffe morgen, dass morgen die Farbe geliefert wird. Kommt jetzt eine andere Farbe, also nicht mehr rot diesmal, sondern nächstes Mal was anderes. Ich werde vielleicht so einen kleinen Hint geben. Ja, wurscht. Wer draufkommt, ist gut, wer nicht draufkommt, muss halt abwarten, bis die Haare gefärbt sind. Einfach wieder was anderes Verrücktes. Ansonsten muss ich jetzt also schauen, dass ich endlich einmal wieder zum Klettern oder zum Cachen komme. Das wird beides zurzeit kriminellst vernachlässigt von mir. Beziehungsweise ich finde nicht wirklich eine Zeit dazu. Die letzten 3 Wochen waren halt relativ stressig, weil ich da Vorbereitung gehabt habe für die Jugendleistungsspange. War dann auch zwischendrin eine Woche krank. Das heißt, ich habe letzte Woche quasi die Zeit nachholen müssen, und jetzt die Woche habe ich einfach mal genutzt, um so ein paar Kleinigkeiten, die wo jetzt in der Wohnung schon ewig
Lingbl im Sand zu machen und einfach mal wieder zum Entspannen was zu machen, das was mir gut tut, weil ich habe halt eine Woche gehabt davor, wo ich 9 Tage in Folge Kopfweh gehabt habe. Jeden Tag, dass mir teilweise aber auch meine Kopfweh-Tabletten nichts geholfen haben. Ich habe am Samstag halt mal. Keine Ahnung, was jetzt los war. Jetzt hat es auf einmal das Filmen aufgehört. Am Samstag haben wir auf alle Fälle abends noch ein Ibu eingeschmissen, eine relativ starke. Die hat dann etwas gebracht und dann hat Mittwoch war jetzt eigentlich der erste Tag ohne Kopfweh. Und jetzt seit Mittwoch, gestern, heute geht es auch ohne Kopfweh weiter, Gott sei Dank. Hoffen wir, dass das so bleibt. Jetzt habe ich bis Montag habe ich noch frei und am Dienstag geht dann die Arbeit wieder los. Naja, wurscht. Auf alle Fälle, jetzt habt ihr mal wieder so ein kleines Update, wie es mir geht, was bei mir geht. Seht ihr, dass bei mir daheim noch alles relativ chaotisch ist im Augenblick. Das muss ich jetzt alles noch ein wenig aufräumen, nebenbei die Videos schneiden. Ja, und dann den Geocachern unter euch viel Spaß beim Guidelines-Video. Den Feuerwehraffinen unter euch viel Spaß beim ersten Podcast. Hört es euch vielleicht auch als Nicht-Feuerwehraffine an, oder zumindest am Anfang, weil dann erklärt wird, wie das in Zukunft laufen wird. Mit dem Podcast. Also, Entschuldigung, den ganzen Tag nichts da und schon wieder miert. wird es laufen wird mit dem Podcast, damit ihr halt einfach wisst, wann ihr in Zukunft dann quasi für welches Thema einschalten könnt. Aber schauen wir mal, wie das Ganze wird. Auf alle Fälle erst einmal Servus und bis zum nächsten Video.